Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Glückwunsch, richtig, wenn es will. Heute gibt es wieder mal eine Folge der Tech Simulator. Hier im besten Technikladen im Westen. Willkommen. Was machen wir heute? Wir werden erstmal zwei Lizenzen freikaufen. Ich denke mal, das können wir uns gönnen. Wir haben noch 15.000 über. Haben einmal die Regale wieder aufgefüllt seit dem letzten Video. Und dann sind wir von 21 auf 15.000 gekommen. Yes, kein Problem. Jetzt wollen wir erstmal richtig Lizenzen kaufen. Vielleicht auch Erweiterung, ich weiß noch nicht. So, gibt es denn irgendwas? Nein, Coming Zone. Ich bräuchte einen Kassierer. Das wäre echt cool, aber leider noch nicht. Produkte. Ich würde sagen, 2000. Ja, wir gönnen uns mal. Wir gönnen uns die beiden und gucken mal. Erstmal hier Set Price. Da gehen wir gleich mal hin. Gucken uns die neuen Produkte an. Die beginnen ab. Hälfte mal hier, ne? Haben wieder Monitor dabei. Okay. Bessere Maus. Besseres Mainboard. Bessere Grafikkarte, besseren Arbeitsspeicher, besseres Headset, bessere Maus, bessere CPU. Okay, ich lege jetzt mal schnell die Preise fest und dann bestellen wir. So, wie ihr seht, ich habe die Preise festgelegt. So kann es gehen. Ja, ein Monitor mit 1001. Ach, das ist ein Laptop, ne? Warte mal, ich Idiot. Hier unten sind neue Produkte. Neuer Monitor für 360. Ja, geht. Okay, jetzt kaufen wir die Produkte. Was haben wir nochmal dabei? Wir gehen erstmal in den Shop. Wenn man Gedächtnis wie ein Sieb hat, also ich. So, was sind die neuen Produkte? Die hier unten, eigentlich genau die. Das sind die alten. Okay. Mäuse können wir zwei bestellen. Hier können wir zwei bestellen. Und hier können wir zwei bestellen. Und gut, dass ich noch ein bisschen Platz habe. Zwei Plätze für einen Monitor habe ich noch. Haha. Ja, man braucht ja da die oberen Plätze. Das ist ein bisschen nervig. So, das heißt, wir holen das erstmal. Ich lagere das schnell ein. Das seht ihr jetzt im schnellen Vorlauf. Wenn das Fahrzeug kommt, da ist es. Ja, da ist es. Guck nicht hier links. Hier ist mein restliches Lager. Aber der Laden ist ordentlich und sauber. Der Laden ist, okay, jetzt geht's in Schnelldurchlauf. Oh, das ist der letzte Karton, Mensch. Ich habe mich eben noch vermacht. Irgendwas habe ich noch nicht bestellt. Ich habe nicht aufgepasst, dass ich zweimal neue Mäuse bekommen habe. Nein, zu tief. Nach oben. Und rein da. Da würde ich sagen, was machen wir heute noch? Richtig, wir haben hier neue Produktlizenzen. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall den neuen Tag starten und die Kunden reinlassen, weil wir haben jetzt neue Arbeitsspeicher, Kopfhörer, zwei paar neue Razer-Mäuse, neue CPU. GPU, ach, das ist eine, warum ist das eine GPU? Ja, egal. Das ist eine GPU. Aber was ist denn das? Wie war denn das hier? Liquid Cooling. Ach, das sind einfach nur Lüfter. Permalpack. Ich dachte, das ist eine Grafikkarte. Das sind aber nur Lüfter. Oder? Ist das so eine Wasserkühlung kompakte? Egal, wir haben ein neues Mainboard. Ich Idiot. Jetzt ehrlich, das habe ich jetzt erst gerafft. Dieses kleine Ding ist die Grafikkarte. Egal, wir öffnen mal den Tag. Ich bin blöd, ich weiß. Schreibt bitte in die Kommentare. Und jetzt einmal hier vor und dann warten wir auf Kundschaft. Yes, Baby, der beste Laden hier im Westen, der beste Tech-Shop im Westen, OP Glück 83. Und ich an der Kasse natürlich selbst persönlich. Der Chef kassiert hier noch selber. Liegt dran, dass wir noch keinen Angestellten einstellen können. Schade. Aber hey, das wird. Ne? Wir haben noch ein bisschen Platz hier, ne? Monitore und so wird schlecht und Laptops, da muss ich noch ein paar Regale stellen, weil wir können die nur oben drauf stellen, ist ja indirekt schon richtig, aber auch blöd. So, geht's los, wo kommen die Kunden? Ich habe doch geöffnet, ich glaube, das ist die erste Kundin, da kommt sie angewackelt. Entschuldigung, das war nicht nett. Sieht aber komisch aus, der Gang, oder so leicht steif. Was kauft sie? Auf jeden Fall ein Gaming Controller. Aber hier, wir haben hier neue Ware, teure Ware. Oh, die kauft nur zwei Sachen, oder? Ja, einmal einen guten Controller und eine Maus. Danke, Madame. Beehren Sie uns auf jeden Fall bald wieder.
$38,50. Jo, dieser Controller zieht wenigstens nicht weg, aber langsam ist man mit dem Controller. Mit der Maus ist man fließender, aber dann zitter ich immer so. So, da ist der nächste Kunde. Was kauft er? Oder ist es eine Sie? Ich kann es von hier aus nicht sagen. Ich denke mal, das ist ein Er. Aber der Gang ist schon echt cool programmiert. Was soll man machen? Aber Tech Shop, geiles Game, weil man hier wenigstens schnell weiterkommt. Man muss hier nicht. Oh, der hat einen Laptop geholt. Der hat einen Laptop geholt. $887. Er hat es passend. So wollen wir es haben. Und du kaufst einen Arbeitsspeicher. Du musst zwei Riegel kaufen, nicht einen. Glaub mir. Vertrau mir da. Ich bin hier der Tech Shop. Du brauchst zwei Riegel. Eigentlich brauchst du auch vier. Zack, 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 zack. Yes. CPU, CPU und Mainboard. Sehr komische Konstellation. Aber warum nicht? Oh. Und Headset und SSD, so unsere guten, schnellen Speicher für das Betriebssystem. Also Persona passend, ich mag dich, du bist gut. Ui, drei verschiedene Tastaturen und ein CPU. Oder was war das gerade? Nee, ein Mainboard, sorry. 89,50 willst du wieder haben. Nee. Das fühle ich nicht. 89 können wir noch drüber reden, aber 50? Nee. Aha, du kaufst auch nur einen Arbeitsspeicher. Das ist aber sehr schön. Du willst 146 Euro... Ja, alter Bro. Sonst noch komplexer? So, 146. Okay. Kauft der einen Arbeitsspeicher mit $200? Ja, Alter. Das habe ich doch gerne als Kassierer. So muss das sein, Mensch. $12,50. Ja, ein bisschen besser. Das zieht wenigstens nicht weg, wie der alte Controller. Oh, sie kauft einen Laptop. Ich habe noch bessere Laptops. Die sind schneller und stärker und teurer. Wollen sie nicht lieber so einkaufen? Da haben sie mehr von und ich auch. Komisch, neue Produkte kauft noch keiner. Finde ich schade. Zack. Zack, zack. Und $11. Ja, kein Problem. Ich kassiere doch gerne ab. Aha, GPU und Tastatur und Maus. Ja, sehr schön. Nice. Die haben es passend. Oh, super geil. Oh, yes, hier ist ein teurer Laptop am Start. Ja, 1300. Achso, hä? Achso, scheiße. Ach, bin ich blöd, die kauft ja doch was. Deswegen, achso. Danke nochmal, danke, dass Sie gewartet haben und ich Ihnen nicht vergessen habe, was abzuziehen. Aber uiuiui, 1376 schmeckt. Das läuft, ey, so kann es gehen. Hier geht auch nochmal alles schön über den Ladentisch. Und nicht vergessen, hier ist der beste Tech-Shop im Westen. Lassen Sie mal ein Abo da und liken und kommentieren. Danke und kommen Sie bald wieder. Yes, Baby. Und was kaufen Sie alles? Ja, sehr schöne Sachen auf jeden Fall. Alles, was man braucht für den PC. $4 will Sie wieder haben. Okay. Ausnahmsweise. Stopp. Oh, der geht. Wieso ist der gegangen? Nee, warte mal. Hä? Kauft der jetzt von außen bei mir im Laden ein? Hä? Okay, ich bin leicht verwirrt. Oh, drei Controller. Ja, ja. Wir haben einen hohen Verschleiß an Controllern, ne? Ja, ja, ja. Kleines Aggressionsproblem. Ja, das kenne ich. Ja, das ist. Aber egal, bei uns können Sie immer die besten und günstigsten Controller kaufen. Neue SSD, sehr schön, nice, läuft. Gehen die jetzt aus dem Laden raus, weil der zu voll ist und kommen wieder rein? Ich kann nichts dafür, dass ich nur eine Kasse habe. Ich kann keinen Kassierer einstellen. Oh ja, ein Laptop und eine SSD. Ja. Wenn Sie jetzt den Laptop dran rumschrauben, dann fällt natürlich die Garantie. Also ich hoffe nicht, dass Sie die SSD in den Laptop einbauen wollen, weil das wäre schlecht für Ihren Garantiefall, ne? Und weil ich ja gesehen habe, was Sie gekauft haben, weiß ich, wenn Sie dann wiederkommen, dass es daran lag. Danke. Yes, das, ich denke mal, das ist eine Grafikkarte. Das sieht eigentlich aus wie eine Grafikkarte. Aber sind es verdammte Lüfter. Vielleicht ist es auch eine Kompaktwasserkühlung. So eine 240er, ne? Ich bin ja ein bisschen raus, aber ich denke mal schon. Hat der passend. Danke und wir werden sie uns bald wieder. Yes, Laptop. Mann, die werden gekauft. Leider nicht die teuren, aber hey, einen mittelteuren haben wir schon weg. Den ganz neuen teuren, nein. Leider nicht, aber vielleicht kommt das noch. Ja, die meisten beschweren sich eigentlich, dass die Kassen so voll sind. Das Problem, ich kann nichts dagegen machen. Ich darf laut Spielhersteller noch keinen einstellen. Beschweren Sie sich beim Publisher, ich meine beim Entwickler. Junge. Ach, ist das schön. 1720, war das jetzt 1720? Ich habe Gedächtnis wie ein Sieb, aber egal. Ja, läuft. Uiuiui, 14.000 haben wir schon wieder. 14.000? War ich so tief unten? Jetzt bin ich verwirrt. War ich nicht bei 15.000? Weiß ich gar nicht. Ach, fuck. Wir haben zusammen die Lizenzen gekauft.
Junge, ich bin doof. Ich denke so, hey, ich war doch so bei 15.000 oder so. Wir haben für 4.000 Lizenzen gekauft. Junge, 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 Junge. Deswegen haben wir noch nicht so viel eingenommen. 10 Cent. 10 verdammte Cent. Die können sie mir doch als Trinkgeld hier lassen. Aber sie kriegen es natürlich wieder und beehren sie uns wieder. Der beste Tech-Shop. Ups, ich habe wieder was übersehen. Eine SSD. Hier im Westen. Und danke, Madame, für ihr Geld. 1,40 Dollar könnten sie eigentlich hier so lassen, ne? Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht hier. Dann würde ich mich auch drüber freuen. Aber sie kriegen es natürlich wieder. Dank hier. Manchmal geht, manchmal nicht. Eine GPU, ein Headset, ein paar Lüfter und ein Monitor. Oh, sie werden heute gut spielen, glaube ich, ne? Das ist ein Spieleabend angelegt, ne? Ja, 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 35 Dollar. Ich muss überlegen, kann ich 35 zurückgeben? Ich möchte es nicht zurückgeben. Aber natürlich kriegen sie es zurück. Sie sind Kunde. Der mittlere Laptop geht raus. 1000, jetzt, Baby, 174 Dollar. Ah, läuft, das Geschäft läuft, der Rubel rollt. Man kriegt hier so schnell das Geld wieder rein. Muss natürlich auch wieder immer dran bedenken, man hat wieder Ausgaben, muss wieder die Kassen füllen. Aber läuft. Was, 23? 20. Amis haben ganz komisches Geld. Junge, 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 ganz krumme Zahlen haben die. Oh, die kauft schon mal die besseren Lüfter. 325, sehr schön mit Karte. Yes, fast genauso gut wie Bares. Beziehungsweise wie passend. Passend mag ich eher, wenn sie es haben. Ja. Ja, da, eine kleine Razer. Yes, Baby, hast passend. 5,50, eine kleine Razer-Maus. Dann ein paar Logitech-Controller und eine SSD. Danke für Ihr Geld und schönen Tag. Beehren Sie uns bald wieder. Und der nächste ist dran. Zack, 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 zack. Ganz schnell hier. Ich kann kassieren. Ich bin der schnellste Kassierer im Westen. Verdammt nochmal. Ach, nicht immer, aber manchmal. 18 Dollar, danke und beehren Sie uns bald wieder. So. Was war das Problem? Was waren Ihre Gemüter? 10 Dollar 90. Auch ganz schön. Finde ich toll. Nice. Ich glaube, das funktioniert nicht, wenn ich das mache. Ich habe vergessen, hier drauf zu drücken. Mensch, 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 Mensch. Der Laden ist noch schön voll und theoretisch ist der Laden zu. Finde ich klasse. Finde ich echt klasse. Der sah eben fast aus wie ein Einbrecher, ey. Junge, Junge, wie kam der hier reinmarschiert, ey? 275 Dollar hier. Manche haben so eine leichte Akro-Haltung aller GTA. Kennt ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Aber hey, ist doch kein Problem hier. Ihr müsst doch keine Randale machen. Ich habe genug Ware für alle Kunden. Junge, Junge, wir machen auch hier jedes Mal neue Lizenzen, holen wir uns, schalten wir uns frei, haben die neuesten, die teuersten Produkte. Also hey, lasst das Geld hier. Danke. Und falls ihr Bock habt, lasst mal ein Abo da und liked und disliked und kommentiert. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich, euer P-Glocker, da können wir mich tierisch drüber freuen. Alter, ich habe schon wieder was vergessen. Ui, eine der neuen Mäuse, glaube ich, ne? 121 Dollar und einen schlechten, einen besseren und eine gute GPU und eine schlechte Tastatur und ein schlechtes Mainboard. Ist aber nicht schlimm. Eine sehr schöne Mischung, die du gekauft hast bei mir im Laden. Ja, ich weiß, ich bin der beste Tech-Shop hier im Westen. Und raus damit. Danke, schönen Tag noch. Und hui, da geht's auch wieder raus. So zack, zack, zack. Junge, für mich, ich denke immer wieder, es ist eine Grafikkarte. Dann sind das einfach nur Lüfter oder, weil die auch sehr teuer sind, ist das hier so eine kompakte Wasserkühlung, so eine 240er? Das gibt noch Sinn. Ja, ich ärgere mich, dass ich als Grafikkarte gesagt habe. Junge, 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 Junge. Und dann gucke ich mal nach der, was, in dritten oder vierten Folge genau hin und denke, ups, da steht aber nichts von Grafikkarte. Mit der anderen steht GPU dran. Ach, mein Gott. Oh Mann, die Kunden beschweren, die erste Laden zu voll ist. Ich kann doch nichts dafür. Ich darf doch noch keinen Kassierer einschalten. 94,50. 94,50. Bist du da ganz, ganz, ganz sicher, dass du nicht noch was bei mir kaufen willst? Dann na, kriegst du weniger wieder. Das ist cooler. Na gut, komm. Ich bin da drauf. Ja, ja. Und eine GPU. Das ist eine Grafikkarte. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich's. Was, 95? Ui, auch gar nicht so günstig. War noch nicht mal eine der guten. Und wir haben, glaube ich, schon mindestens eine bessere. Eine blaue. 28 Dollar. Yes, Baby. Karte ist gut. Passend wäre mir lieber. Eine Tastatur, haben sie es? Ne, haben sie am Karte. Aber 12 Dollar, yes, Baby. Ist eigentlich auch eine Logitech-Tastatur? Ich bin jetzt nicht sicher. Da steht nur Keyboard. Ne, warte mal, was steht da? Stil? Was ist denn für eine? Das ist ein Stil. 228. Und hier gehen nochmal die Lüfter raus, kein Problem. 300 Dollar, 100 zurück. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Oh, ein Monitor, das ist der neueste, glaube ich, Monitor, den wir haben. Oh, 651, kein Problem.
Rubel rollt. Ey, was soll man sagen? Das ist eben der beste Tech-Shop hier im Westen. Der Laden ist eigentlich schon offiziell geschlossen. Die Kunden stehen noch an, die Kunden kaufen noch, die Kunden suchen noch aus dem Regal. Wo kann es gehen? Zack, 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 zack. Beste, wie gesagt, der beste Tech-Shop hier im Westen. Also hier könnt ihr ne, die besten Elektronikartikel kaufen, Computer zu über, bla bla bla. SSDs, GPUs, CPUs. 140, ich muss kurz nachdenken. Das ist so das Alter, da ist das Gehör nicht mehr so schnell. Ah, ein Monitor, ja, 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 nice. Und her damit, oh, sie haben es passend, $650. Junge, sind jetzt schon wieder bei 21.000. Ach, das gibt's doch nicht hier. Wir hatten locker an die 10.000, 11.000, sagen wir mal, und sind jetzt wieder 10.000. Also, hey, wir haben wieder 10.000 gemacht und wir haben noch ein paar Kunden. Das ist ja echt geil. 40 Cent, kein Problem. Auf 40, ach so, 40. Entschuldigen Sie, Sir, Sie wollten 40 Cent zurück, nicht 20. Das tut mir jetzt aber leid. Ach, man versucht es doch mal, die Kunden ab und zu übers Ohr zu hauen, oder? Manchmal versucht man es, ne? Ja, klappt nicht immer. Der Kunde passt manchmal auf, schade. Aber sonst ganz cool. So, was haben wir hier noch? $112, yes. Ich bin eigentlich auf dem Feld drauf, aber irgendwie reagiert es nicht. Ja, weiter geht's. Das ist, ui, ein schöner, großer, neuer Monitor. Auch $655 und sie haben es passend. Och, ich liebe sie dafür. Wenn ihr es passend habt, dann seid ihr die besten Kunden. Karte ist immer noch gut, aber wenn ich was zurückgeben muss, oh, böser Kunde. Na, ist nur Spaß. Wir sind ja hier im besten Tech-Shop im Westen. Aber stehen wir natürlich auch ein bisschen Spaß, ne? Ja, spar ein bisschen Spaß, muss sein. Oh, es gibt nicht nur Sonnenschein. Passt das zusammen? Ich weiß es nicht. Er muss auch den Regen verkraften können. Ja, ja, das war wieder aus Mücke. So, $105. Yes, läuft. Oh, ich schwöre, ich habe die Null anvisiert. Nur nicht getroffen. So. Oh, die letzten... Oh, oh Gott, was ist denn da hinten los? Hallo, was machen Sie denn da hinten an den Regalen? Hallo, das ist kein Durchgang. Oh mein Gott, ey, sehen Sie das? Was machen die denn da? Jesus, ich komme gleich mit dem Wasserschlauch und spritze sie ab. So. Ich würde sagen, mit dem großen Hammer. Aber ich denke mal, Wasserschlauch ist normaler. 177,50. Danke für Ihr Geld. Ja, muss ich auch mal bedanken beim Kunden, oder? Ja, hier, ne? Muss man ab und zu manchmal. Ja, sollte man. So wie man sich auch als YouTuber bedanken muss, wenn jemand da ein Video schaut und es vielleicht oder liked oder disliked oder kommentiert. Also schon mal ein Voraus. Danke an jeden, der das Video sich angeguckt hat. Und noch mehr Dank an jeden, der vielleicht was schreibt oder liked, ne? Ja, $385. Wie gesagt, hier der beste Tech-Shop im Westen, OP Club 83. Ich glaube, die da hinten kaufen nichts mehr. Die haben da, eine Art Vierer-Orgie. Wie viele Beine sehe ich denn da? Alter. Okay, wie gesagt, die prügeln wir gleich aus dem Laden raus. Das ist doch kein Problem. Ich meine, wir spritzen sie mit dem Wasserschlauch ab. Wir spritzen sie mit dem Wasserschlauch ab. Nicht, wir prügeln. Das meinte ich nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Das habe ich doch gar nicht so gesagt. Hört's ab, wenn die Kamera raus ist. Nein, alles cool. Okay, die kaufen wohl nichts mehr. Die vier sind... Wir gucken uns die mal an. Die sind ja mächtig verbuggt. Schade, das wären theoretisch noch zahlende Kunden. Aber irgendwie... What the fünf, Leute? Was macht ihr zu fünft in mein Regal? Was macht ihr zu fünf zwischen meinen Regalen? Ach man, ihr... Ich sag nicht, die Leute müssen raus, sonst kann ich den Tag nicht beenden. Habt ihr das gesehen? Ey, die kaufen sogar noch. Oh, ist das geil. Ich konnte, glaube ich, den Tag nicht schließen, weil noch Leute hier drin sind. Und jetzt habe ich gemerkt, hey, Regal weg. Oh, Mist. Egal, ich stelle jetzt erstmal hin. Nein. Und guck mal, ey, das gibt's doch nicht. Die fünf haben noch was. Ja, wir machen noch mal Geld. Das ist doch noch gar nicht vorbei, Mensch. Ich konnte, glaube ich, den Laden nicht schließen, weil die Leute noch drin sind. Ich bin mir nicht sicher. Aber, ey, Geld her damit. Was verdienen wir jetzt noch mal hier auf die Schnelle? $70 ist auch kein Problem. Ja, ich dachte eben, was mache ich denn jetzt hier, ne? Weil da steht irgendwas von All Customs. Ich kann kein Englisch. Ich vermute mal, die Leute müssen raus, bevor ich... Oh, nochmal 343. Jo, 650 zurück. Also wir sind jetzt gerade nochmal bei $410. 650 zurück. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, dass die Leute sich so in mein Regal verpackt haben. Aber ich konnte es beiseite ziehen und wir konnten sie befreien. Und wir kriegen nochmal 410. Mal gucken, was wir hier so mal über den Daumen machen. 410. Sagen wir mal 436, 46. Und, ja. Oh, 446, 700, sagen wir mal 800. Jo, das lohnt sich.
Wie gut, dass ich die Leute befreit habe. Sind wir nochmal bei 821 Dollar, sagen wir mal 820 Dollar aufgerundet. So, sehr schön. Und jetzt kann ich U drücken. Jetzt kann ich den Tag beenden. Ja, wer hätte das denn gedacht? Zack. Neuer Tag, neues Glück. 24.000 gemacht. Junge, 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 Junge. Ich würde sagen, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Schreibt es Kommentare wie die Glocke. Like das Video für den besten Tech-Shop hier im Westen. OP Glück 83. Kauft hier ein. Seid glücklich. Gute Preise, gute Besserung. Ratio Farm. Ich bin hiermit raus. Peace out.